Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, denn heute gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar ist dieses Video zusammen mit Brands for Friends entstanden und ich habe hier neben mir ein riesengroßes Überraschungspaket, das ich gerne mit euch unboxen möchte. Aber mehr dazu gleich. Falls ihr Brands for Friends noch nicht kennt, das ist ein Online-Shopping-Club für Designermode und auch Lifestyle-Produkte mit täglich wechselnden Aktionen. Also jeden Tag gibt es etwas Neues, was ihr dort finden könnt. Und damals, ich muss ehrlich zugeben, war ich besessen davon. Umso mehr freue ich mich jetzt über diese Kooperation, dass ich was mit denen zusammen machen kann. Es geht super einfach mit der Anmeldung. In zwei Schritten oder so ist es, glaube ich, gemacht. Man meldet sich an, man bestätigt die E-Mail und das war es eigentlich schon. Dann könnt ihr loslegen und jeden Tag sehen, was es für neue Aktionen gibt. Aber jetzt wollen wir erstmal schauen, was es denn hier so gibt. Ich zeige euch mal dieses Riesenpaket. Das ist echt riesig. Das passt wahrscheinlich gar nicht komplett rein. Ich muss mal rauszoomen. Moment. Das ist das Riesenpaket. Ein paar Sachen habe ich rausgesucht, aber es ist trotzdem eine Überraschung, was es am Ende so geworden ist, sage ich mal. Okay, ihr denkt bestimmt auch nur noch, mach endlich auf. Ja, es ist auf. Ich schiebe mal wieder auf die Seite, damit ich Platz habe. Einmal diese coole Jacke, die ist echt voll hübsch. In so einem Olivgrün. Die könnte man heute richtig gut anziehen. Heute ist so ein bisschen regnerisch und hat auch so einen Hood. Was cool ist, die ist echt voll schön. Innen ist die, ich glaube, die ist wendbar. Ich glaube, die kann man einmal dann komplett drehen. Genau, und dann ist sie so in so einem Sweater-Look. Kein Sommer ohne Vans. Ich will auch noch welche haben unbedingt. Das sind welche in schwarz und ich habe die Größe 39 herausgesucht. Ich hoffe, dass es den meisten nämlich passt. Ich glaube, das ist so die gängigste Größe. Ich habe auch so die gängigsten Größen genommen. Weil ihr könnt das Ganze ja gewinnen. Ne? Ihr könnt das ganze Paket, was ich euch jetzt hier zeige, gewinnen. Deswegen zeige ich euch jetzt den Inhalt, ob es vielleicht was für euch ist. Vieles habe ich selbst rausgepickt, also Dinge, die ich selbst auch richtig cool finde. Sonst, ja, finde ich, macht es auch keinen Sinn. Und Vans sind so dieses Jahr absolut must, gell? Hier sind noch die Schnürsenkel, muss man natürlich noch binden, mache ich jetzt nicht, aber so sehen die aus. Wird immer besser, sage ich euch. Eine Sonnenbrille. Das ist eine schöne Sonnenbrille von Guess, die ich rausgesucht habe, in so einem Leoparden-Look. Also alles, was hier so schwarz ist, dieses Animal Print, ist so aus Samt. Voll cool. Und dann ist die halt in, naja, nicht so richtig rot, sondern rot-pink. Sieht voll gut aus. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, wenn man vielleicht nicht so auf Prints steht, ist so ein Animal Print und als Accessoire immer eine tolle Lösung. So sehen die aus, schön so in dem gerippten Style. Und das ist in der Größe 28. Ich denke, das ist auch so eine gängige Größe, oder? Da habt ihr dann schon mal so einen Look quasi, ne? Fast. Braucht man noch ein Oberteil, oder? Das hier ist so süß, oh mein Gott. Vero Moda. So sieht es aus, so ein dünnes Sweatshirt, also nicht zu dick, kann man auch gut noch im Sommer tragen. Und da sind so süße Sachen drauf. Too sassy for you, girl gang, Eiscreme, eine kleine Katze und so weiter. Voll süß. Und das passt ganz gut. Ich finde so als ganz kompletten Look, was ich euch gerade gezeigt habe, denke ich, oder kann ich mir das sehr gut vorstellen, oder? Die Jeans, das Shirt, die Jacke, die Hose, was war das noch? Die Vans und die Sonnenbrille. Das ist ein Look. Wenn ihr jetzt denkt, sind ja nur Klamotten und so weiter, nicht so mein Style oder sowas, dann gibt es noch ganz andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Richtig coole Sachen. Jetzt kommt es nämlich zu, ja, ein bisschen Kitchen- und Lifestyle-Geräten, die ja auch anbieten auf Brands for Friends. Und zwar einmal hier von Philips. So ein schönes, wie heißt das genau? Hue. Und zwar ein schönes Licht. Light any moment, anywhere. Kann man dann eben einfach so als Nachtlampe benutzen in dieser Farbe oder auch beim Zocken so ein schönes Grün. Verschiedene Farben kann man einfach machen. Das Stimmungslicht einfach, voll cool und ich finde das Design auch voll schön. Ich habe sowas ähnliches sogar auch und ich mag das ganz gerne, deswegen dachte ich, das ist doch mal was richtig cooles. Die Wireless On-Ear Headphones in schwarz, Bluetooth, Kopfhörer, richtig cool, kann man immer gebrauchen oder gerade jetzt beim Reisen. So eine schöne Karaffe von WMF. Das ist eine Wasserkaraffe, könnt ihr aber auch für andere Sachen benutzen. Das ist eine Überraschung jetzt, und zwar ein OPI-Nagellack in der Farbe Strawberry Margarita, so ein schönes Pink. Pink ist immer gut. Dann geht es weiter mit ein bisschen Beauty, und zwar so ein Styling-Gerät von Udo Walz, und zwar eine professionelle Thermobürste für gestyltes und glänzendes Haar. Voll cool. Und jetzt das letzte Teil, ich finde das beste Teil doch. Das Beste kommt immer zum Schluss, oder? Und zwar von Bosch, dieser geile Toaster in der besten Farbe, wie ich finde. In so einem schönen Türkis. Ich finde es so wunderschön. Sieht so toll aus, oder? Es macht dann auch was her, so in der Küche. Und ja, zwei Schlitze hat der und es sieht einfach so schön aus. Ich finde, die Farbe ist perfekt. Ich hätte gerne so alle Küchenutensilien dieser Farbe. Ja. Jetzt habt ihr ja gesehen, was sich in diesem Überraschungspaket befindet. Und wenn das euer Ding ist, dann macht gerne mit.
geht einfach auf Instagram, dort findet ihr meinen Post zu diesem Paket und beantwortet die Frage, macht dort mit und ein Gewinner wird dann per Zufallsprinzip gezogen und gewinnt dann das ganze Package. Yes! Ich hoffe, euch gefällt die Box genauso gut wie mir und checkt mal Brands for Friends ab, denn ab einem Mindestbestellwert von 70 Euro gibt es einen Gutscheincode, wo ihr 20 Euro sparen könnt. Ich werde euch den Code in die Videobeschreibung posten, sowie die Links zur Seite und so weiter auch. Also jetzt schnell zu Instagram beim Gewinnspiel mitmachen und vielleicht gewinnen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel, viel Glück dabei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis dann. Tschüss.